Wir kehren heim zu den großartigen Inseln, werden groß und mächtig sein. Alter, los geht's! Let's go, let's go! You got a problem? You got a problem? Scheiße. Willkommen zu Modern Blade Banan Lords, dem unfassbarsten aller Unfassbaren. Weiter geht's. Vielleicht diesmal mit Schlachten. Wir werden sehen. Wir werden schlachten. Ach ja, Kiew. So, wir versuchen jetzt mal wieder Richtung, warte mal. Ah, okay, so. Sollen wir jetzt da oben lang und dann bei Kopenhagen. Vorbei, Wlodomir. Voldimoldi. Es sind auf jeden Fall viel zu wenig Banditen unterwegs. Bandidos. Ah. Auf geht's. Schon wieder in Arena. Oh nein. Wettbetrug. Wir sind jung und brauchen das Geld. Ja, wieder ein Banner. Celebrity Deathmatch. Oho, oho, guck mal was. Ach du Scheiße. Nein, ich will den Pfeil nicht. Boah, sehr gut, sehr gut. Geh weg, Einrad von Blöd. Benenne dich um in Einrad von Blöd, solltest du mich noch einmal töten. Komm, Yannick, du schaffst das, glaub an dich. Du musst an der Feder lecken, so wie diesen Robin Hood Cartoon damals immer. Mich da jetzt nicht ein. Bin ich blöd. Das arme Lancelot, wie kannst du nur? Oh, sehr gut, Yannick. Natürlich haben wir gewonnen. Nein, Lancelot. Das war dämlich. Killer Maschino! Los, Kaishi aus dem Norden! Göckbürü! Codename Göckbürü. Alle wissen, wer gemeint ist. Das ist Kaishis neuer Geheimname, Göckbürü. Codename Göckbürü. Okay. Einrad, nichts da. Steht dir sehr gut, Einrad. Steht dir sehr gut. So, direkt wieder verkaufen. 30.000. Wir bräuchten nochmal einen neuen Arena-Lappen.
Oh, guck mal, einfach fürs Reiten Stufe aufgestiegen, weil ich so toll bin. Nee, bei den Dörfern brauchen wir jetzt keine Quests machen. Guck mal, hier ist Region. Bialystok. Ist das so weit oben auf dem Berg? Geil. Es sind so viele Berge in Polen? Krass, wusste ich gar nicht. Ist das vielleicht ein bisschen übertrieben? Echt? So? Hügelig? Wusste ich gar nicht. Kolonne. Kolonne! Oh ja, Kolonne. Kolonne. Königsberg. Naja, ehemals. Traurig. Immer noch. Sehr cool, aber nein. Nein, Taverne. Tee, Truppen, Taverne. Keine Quest. Das ist schon bitter. In Irland hat man mehr Quests. Also Mimam und selbst, ja, die Karawanen nie wieder auf die Inseln schicken, weil ich glaube, die bezahlen sich dumm und dusselig. Ich glaube, ich werde die Karawane nochmal auflösen. Oder warten, bis du gefangen genommen wird oder so. Weil ich glaube, dieses. Ich muss die irgendwo hier gründen. Am besten im Zentrum Europas. Irgendwo hier bei Lyon oder so. Lyon! In Lieng oder hier in Wroclaw. Wir alle kennen Lieng. Gdansk. Oh, guck mal, hier sind wieder Plünderer. Fokus. Ausstrahlung ist schon Maximum. Ich will kämpfen, ey. Jetzt sind wir 2 Folgen nur rumgereist. Das war voll die Idee, ey. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass Irland Krieg hat oder uns irgendwo als Söldner anbiedern. Weil so geht das jetzt nicht mehr weiter. Die haben Krieg gegen Polen und gegen England. Nee, Non-Aggression Pact. Oh, dann hatten die vielleicht Krieg. Was mit Schottland? Die haben irgendwie alle keinen Krieg. Da, die haben Krieg gegen Polen. Die bösen Deutschen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Deutsch. Wir sind jetzt ein bisschen schneller, ne? Weil wir gehen nicht mehr so langsam, sondern wir können auch reiten. Außer jetzt. Back off, Stranger. Back off, Stranger. Das müssen wir nicht spielen, oder? Doch, ich muss... Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh Mann, ey. England hat gerade Krieg. Nein, oh, gegen Frankreich. Ja, vielleicht biedern wir uns jetzt einfach mal. Wir biedern uns einfach England an. Aber als Söldner, dann dürfen wir aber keinen Krieg gegen Irland haben. Obwohl, wir wollen uns ja Irland gar nicht anschließen. Ich vergesse das jetzt mal, wir wollen Irland erobern. Irland. Wir wollen uns eigentlich eher mit Schottland oder mit England anfreunden. Oder mit irgendjemand anderen. Norwegen oder so. Willkommen in Europa und schon haben wir Lehmstraßen. Viktor der Stille. Ja, Viktor, du kommst auch mit. What is it, Stranger? Na, Moralschub geht uns eigentlich gar nichts an. Ach du Scheiße.
Freundchen, auf mich wird nicht gezielt. Du schießt dir ein Auge aus. Philipp der Glorreich, guck mal, wir haben uns alle gegenseitig. Aber guck mal, wie alle dadurch leveln. Deswegen ist das so gut. Sehr schön. Richtig gutes Team gehabt. Philipp Schlauchus und Xylos Eichenschild. Achso, Xylos Eichenschild ist jetzt dabei und Kaichos im Norden, das habe ich vergessen zu sagen. Das hatte ich vergessen zu sagen. Sehr gut, sehr gut. Boah. Ich werde jetzt wieder was probieren, was nie funktioniert. Okay, der kommt nicht zu mir. Das hat keinen Sinn, Xylos. Lass sie kommen. Xylophon. Das macht's voll einfach, wenn die alle so low level, low equipment haben. Tut mir leid. Keiner da. So. Wächter, das ist das unnützeste Banner überhaupt. Okay. Brunsbüttel. Brunsbüttel? Ja, Brunsbüttel. Wir kehren heim zu den großartigen Inseln, werden groß und mächtig sein. Nur Alter, los geht's! Let's go, let's go! You got a problem? You got a problem? Auf jeden Fall habe ich ein Problem mit euch, Alter. Sowas von, Alter. Was ist denn hier los? Ich bin im Himmel. On my command! Ich bin im Himmel. Jetzt hätte ich noch warten müssen, bis es Tag ist, aber nicht, dass uns jemand den... Oh, das ist natürlich doof. Das wird ein Gemetzel. Männer und Manin, macht euch bereit! Achtung, bereit machen! Wir dürfen prügeln! Ihr müsst zahlreich sterben, weil wir, denn wir brauchen weniger Leute in unserer Armee. Was, wir sollen sterben? Ja, aber es ist für das höhere Wohl von mir. Und auch nur von mir. Ich muss jetzt mal Screenshots machen. Ich meine, Screenshots machen. So. Alter, guck mal, das Band ist überhaupt nicht OP. Ah, ich glaube, ich krieg das nicht hin, das aufzuhellen. Das ist zu dunkel. Aber ich habe keine Screenshots machen können in den letzten Folgen wegen der Arena-Kämpfen. Ich hätte... Guck mal, es ist wieder Winter. Guck mal, kommen sie alle. Endlich. Oh, endlich. Los, Angriff! Aldemar, Aldemar! Ich bin jetzt unter Horse Archers ein... Ich weiß auch nicht. Ja. Jawohl. Und da fliegen die Wurfäxte. Und los geht's. Guck mal, die Kartoffeln tun mir gar nichts mehr. Ach, wie wunderschön. Ja, sehr schön.
es tut gut. Ich mach nie wieder einen Wüstenabstecher. So, jetzt machen wir das auch mal. Oh ja, verkaufen wir. Ich meine, lassen wir frei. Ah ja. Mir ging es ja nur um Skill. Kolonne. Alter, 70. Kommen jetzt noch größere Truppen? Aber wieder keine Quest. Das ist halt immer so... Herodotus der Stille. Ja, nehmen wir mit. What is it, Strange? Alter, das wird geil. Wir haben da die Armee aus Zuschauern, ey. Straßburg. Metz. Metz! Ich muss mir bald mal Gedanken um eine Ehefrau machen. Nichts geht über Liana, die, Kampfgeburtmaschine. Aber ich, wie gesagt, ich brauche noch mehr Händler. Das ist wichtig. Ich weiß aber gar nicht, was für einen großen Unterschied das macht. Ich kann das aber auch selber skillen. Ich werde das vielleicht auch machen. Ne? Also wenn sich jemand als freiwillig als Händler meldet, der bekommt Vorrang, früher genommen zu werden. Guck mal, den helfe ich nicht. Weil davon... Oh, guck mal, schon wieder Turnier. Oh, guck mal, schon wieder ein Turnier. Ja, Mariam, die Leopardin. Right. Die Frage, muss der Begleiter denn zwingend Karawane haben? Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich selber ein bisschen fuschen. Und einfach die Werte von Scarlet kopieren. Dann wissen wir ja, wie viel ungefähr so ein Gewürzhändler hat. 20% Schaden, wenn ihr Einhandwaffen und kein Schild führt. Und 2 Trefferpunkte. Persönlich 2 Punkte mehr Trefferpunkte. Und 5% Erfahrung für Nahkampftruppen in eurem Trupp nach jeder Schlacht. Doppelter Ansehen gewinnt. Ja. Speer. 2% Reisegeschwindigkeit in Steppen und Ebenen. 15% tägliche Chance, das Verhältnis zu einem Honoration um 1 zu verbessern, wenn ihr eine Stadt betretet. 15% tägliche Verhältnis zur Honoration zu verbessern, wenn ihr ein Dorf betretet. Wir machen das mit der Stadt. 10% Sichtweite, nee. Und Reisegeschwindigkeit sowieso. Reisegeschwindigkeit ist fast immer First Pick. Ich meine, wir haben ja noch Skills für die anderen. Einhändig. Ja. Was mit den Schilden? Ich werde das automatisieren müssen. Ja, tatsächlich. Ich kann hier nicht das selber machen alles. Ich werde das nur für die machen, die dann Truppen anführen. Okay. Arena. Guck mal, ein Helm. Guck mal, das ist ja ziemlich dunkel. Das gibt's doch nicht. Wer ist denn das? Manu! So richtig flink hier, du blöde kleine flinke Made. Ja, ich muss die alle mal ausrüsten, aber wir haben ja nichts. Ich habe einen riesen Haufen Bauern. Sehr gut. Und sehr gut. Victory!
Das Wetten bringt so gar nichts. Ich bin einfach viel zu gut. Die Wettquoten sind viel zu schlecht. Archie, alles okay? Schon wieder am Bogen schießen? Sehr gut, sehr gut. Und, also der Einrad, der ist schon sehr oft Endgegner. Archie. So. Sehr schön, sehr schön. Ich bin der Unterhalter der Show. Are you not entertained? Okay. So, weiter geht's. Dann müssen wir mal mit England quatschen. Pembroke. Ah, bringt die Erde nach Pembroke. Machen wir. Oi. Oi. Sorry. Da wollen wir eh hin. Guck mal, Skelett, die Verscherbelige. Skeletto. War immerhin... Naja. Ah, Englerland. Jetzt wie bei Robin Hood, wo er den Boden küsst. Ah, Englerland. Camelot, Camelot, Camelot. Ach ja. Ach, ich könnte... Nee, Zugtiere habe ich doch auch. Nee, egal. Lundunum. Wir warten hier kurz, weil da gibt es auch wieder einen Arena-Kampf. Oh Mann, ey. Wir müssen mal gucken, auf welcher Liste wir jetzt sind. Wo ist denn überhaupt nochmal Ansehen? Wo befindet sich denn überhaupt... Ach, das ist das hier, ne? Das war das Ansehen. Guck mal, hier haben... Guck mal jetzt. Sind wir bei Clan Rang 3? Oh, Gott sei Dank. Gefährtenlimit plus 1. Zusätzliche Truppengröße für jeden Trupp des Clans 15. Also wir werden uns jetzt mal Gedanken machen über die Werkstätten. Ich brauche auf jeden Fall hier nochmal... Ich mache ja gerade Live-Let's Play, aber das könnt ihr auch in die Kommentare nochmal schreiben. Ich werde es aber nach der Folge auch nochmal angehen. Wir werden auf jeden Fall Läden kaufen und gucken, auf was ich achten muss. Ich glaube, wenn Bier, dann muss man Korn in der Nähe haben. Und etc. etc. Aber manchmal weiß ich auch nicht, ob das wirklich so stimmt. Deswegen gucken wir mal. Also, Turnier betreten. Oh, guck mal, ey, was ist denn hier los? Ja, in der Wüste gab es nur Schrott. Bam! Ach du Scheiße. Gib mir die Hippe. Voll drauf. Hip Mom Einsatz. Hip Hip Mama. Komm schon. Oh Mann, ey. Lass mir auch ein bisschen Spaß. Nein. Archie, was ist denn? Willst du zum Papa kommen? Willst du zum Papa kommen? Willst du runtergehen? So. Ich muss sagen, Armbrust schieße ich immer noch am liebsten, aber die Schussfolge ist halt scheiße. Aber das macht irgendwie am meisten Spaß. Das fühlt sich direkt anders an.
kannst halt auch so in Ruhe ballern, ja. Mann, das dauert aber jetzt. Das sind direkt ganz andere Kämpfe hier. Was zur Hölle ist denn das? Boah. Victor der Stille. Den können wir bestimmt anheuern. Oder haben wir schon, ne? Ja, ist schon... Scheiße! Hasseben! Ich... Ach, der gehört ja uns. Ist egal. Ich hasse Schlümpfe. Oh, bin ich froh, dass wir wieder hier sind, ne? So. Eine innere Stimme sagt mir, dass ich Knarf huldigen muss. Ich weiß nicht warum, aber lange lebe Knarf. Knarf lebe hoch. So, handeln. Guck mal, jetzt haben wir ein paar Helme. Wir sind reich. Geil, ich kann die Sachen verkaufen. Alter, wir können noch eine Karawane gründen und wir können noch... Alter, wir kaufen alle maximalen Workshops, die wir kaufen können. Ich meine, die Helme sind geil, aber die müssten verkauft werden. Ist ja geil. Guck mal, ich kann noch für 18.000 Sachen kaufen. Soll ich das machen? Pass auf, machen wir mal. Machen wir mal Kaishi aus dem Norden. Jetzt ist der erste in der Liste. Wir müssen mal bei billigeren Sachen gucken, irgendwie. Ich meine... Na, hier sowas... Ne, sowas hier. So. So. Dann brauchen wir ein Schild. Das rostige Ding ist weg. Der Archie will... Oh, hier. Ja, auf jeden Fall. Kriegst ein Pernach. Damit kannst du... Das ist eine so gute Waffe. Ist leider... Also es wird... Ich fände es toll, wenn man hier die Skills einsehen könnte. Ach. Kann man ja sogar. Scheiße. Wie lange kann man das denn schon machen? Scheiße. Ach ja. Ist eigentlich egal. Bogen 3. Da steht aber nicht, wie viel Skillpunkte die da haben. Ne? Das ist wiederum nicht. Speertaktik. 23. Einhändig. Athletik. Zweihändig. Also... Das ist die Frage. Machen wir aus dem Reiter? Eigentlich werden alle Reiter. Also machen wir aus Kaishin Reiter. Das Problem ist, wir finden jetzt hier keine Lanze, das ist eine günstige. Nee. Ja, das ist das Problem.
Das ist ein Spieß. Ich will keine Spieße haben, das ist das Problem. Eine Lanze oder so. Dreckiger Speer hier. Dreckiger Speer. Auch Speerabstützen. Es sind irgendwie... Sind die nicht ein bisschen zu lang? Machen wir erstmal so. So, dann... Narumon von Nordheim. Muss mal gucken, wen ich zum einhändig zwei, das ist das gleiche, Stangwaffen. Eine günstige Kavallerie ist das halt, ne? Das dauert jetzt eine halbe Stunde, bis ich hier durch bin. Mindestens. Das reicht völlig. Guck mal, das Catnip ist auch echt günstig. War das das Einzige? Das ist genauso gut. Aber sieht besser aus. Betont deine Kriegstaille, Kaishi. Ich will jetzt nicht zu... Ich will nur dieses Minus wegbekommen und dann... Hören wir damit schon wieder auf. Ja. Yannick der Henker. Muss mal meine anderen ein bisschen pimpen hier. Die. Hier, Knarf hat zwar. Ja, Knarf ist ja schon. Aus irgendeinem Grund machen wir jetzt mal Knarf. Pass auf, der kriegt jetzt mal. Aber wir haben nicht mehr so viel übrig. Guck mal, er kriegt ein Cape. Kriegt auf jeden Fall ein Cape. Und er kriegt, die hier. Und die. Ja, Cape. No Cape. Einfacher, gemein Kreuzspeer. Guck mal, das ist ein normaler Speer. Hat aber natürlich nur 20 auf Stangenwaffen. Aber Wurf. Dann geht er auf Wurf. Die behalten wir mal. Ja, machen wir gezackte Wurfspieß. So. Und kann er reiten? Nee. Dann bleibt er jetzt erstmal zu Fuß. Ja, okay, gut. Dann reicht das jetzt erstmal. Gut, Leute, ich muss hier aufhören. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Ich will uns jetzt Sachen benennen. Ich mache mich jetzt mal schlau über die Workshops. Und dann, ich reite vielleicht auch ohne euch nach Pembroke, ja? Kann auch sein. Also ich würde sagen, bis dahin, ihr seid die Besten. Haut rein, Leute.